Die Kirche in Weißenbach bekommt ein neues Dach aus Kupferblech. Eine Spezialfirma hat den Auftrag erhalten, den Zwiebelturm neu einzudecken. Eine luftige Angelegenheit, wie man sieht. Einer der beiden Spezialisten schneidet unten am Boden die Bleche zurecht und schickt die maßgerechten Kupferteile mit der Transportseilbahn nach oben. Der zweite Mann verbindet die so vorbereiteten Stücke gekonnt mit Hammer und Zange miteinander. Es ist Ende September und auch die Schafe, ca. 500 an der Zahl, die den ganzen Sommer hier in den oberen Gebirgsregionen verbracht haben, werden heute von Max und Thomas, dem Schäfer, durch das Schwarzwassertal bis zur Hassenteufelhütte abgetrieben. Die Rückreise beginnt. In der noch warmen, späten Herbstsonne kann man ein tierisches Schauspiel beobachten, welches man in dieser Art nicht alle Tage zu sehen bekommt. Wir haben uns gefragt, was ist es eigentlich, was einen jungen Burschen wie Thomas dazu bewegt hat, mit circa 500 Schafen 5 Monate lang den ganzen Tag bei jeder Witterung in der freien Natur zu verbringen und von Alpweide zu Alpweide zu ziehen. Er hat es uns noch nicht verraten. Er möchte gern ein Buch darüber schreiben. Seine Gefühle, das Alleinsein mit den Tieren, der ständige Kampf mit den Elementen. Wir können darauf sehr gespannt sein.
Bevor es auf die Schlussetappe nach Lech-Aschau geht, verbringen die Schafe ihre letzte Nacht auf der eingezäunten Koppel an der Hassenteufelhütte. Morgen sind sie alle wieder zu Hause. Zurück in ihrer irgendwie vielleicht noch bekannten Umgebung. Werden sie ihr Vagabunden-Dasein vermissen? Die Schafschied in Lech-Aschau. Jedes Jahr ein Ereignis, das Jung und Alt gleichermaßen anzieht und begeistert. Dieses Volksfest wird hier seit dem vorigen Jahrhundert aus Dankbarkeit für die gesunde Heimkehr der Schafe von der Alpe und als Anerkennung für die Hirten und Bauern gefeiert. Hunderte Zuschauer kommen jedes Jahr aus der Region, um diese Viecherei, die mitten im Dorf in der sogenannten Schiedgasse stattfindet, aus nächster Nähe zu erleben. Vor allem für die Kinder sind die Schafe mit ihren Lämmern natürlich das höchste der Gefühle. In einzelne Parzellen aufgeteilt werden die Tiere, die im Frühjahr mit Ohrmarken und Farbe markiert wurden, dort von ihren Besitzern abgeholt. Dieses Schaf scheint seinen ehemaligen Spielkameraden nicht mehr so richtig zu kennen. An diesem Tag werden hier bis zu 100 Schafe ihrer Wollpracht entledigt und wie man sieht, haben die Schafscherer alle Hände voll zu tun. Ja, das ist jetzt so eine Krampusmaske, wie man es jetzt momentan viel macht. Das ist so quasi eine moderne Krampusmaske. Die macht man zurzeit mit Hinterkopf, dass man keine Befestigung mehr braucht. Und mit Glasaugen. Und einfach mehr so die natürliche Kopfform nimmt man momentan mehr. Die ist eben komplett ausgehöhlt innen. Und die kann man, da sind eben jetzt momentan hat man auch immer die LED-Lampen drinnen. Also da kann man nachher die grünen Augen von innen beleuchten. Das schaut dann in der Nacht recht gruselig aus. Und die kann man richtig aufsetzen. Ja. Also ich zeig's mal, damit man es auch glaubt. So. Und durch den Hinterkopf braucht man keine Befestigung mehr. Nur noch einen kleinen Gurt. Da braucht man nur noch einen Gurt um den Hals und ein bisschen ausstopfen und dann hält die von selber. Weil das oft ein großes Problem ist bei Krampusmasken, dass die beim Lauf dann wieder zu wenig fixiert sind und dann reißt wieder ein Gurt. Sind das echte Hörner? Das sind echte Hörner. Die werden dann von innen dran gespackst und dann mit dem Kleber umrandet, damit die gut halten. Da nimmt man immer echte Hörner an. Es gibt zwar schon inzwischen Plastikhörner, aber die sind unter den Krampusläufern ziemlich verböhnt momentan. Also das ist, nur wenn sie so 2-3 Meter lang sein sollen, dann nimmt man Plastikhörner. Aber eigentlich das richtige Krampuswesen hat immer echte Hörner gehabt. Die sind zwar relativ teuer, also die kommen fast so auf 100 Euro pro Paar schon. Aber das investieren die schon, die richtigen fanatischen Krampusläufer.